Hi, ich bin der Günther, ich bin aus deinem Bruder. Willkommen zurück zu einem neuen Clash Royale Video. Heute spielen wir die neue Ballon Festival Duokampf Herausforderung. Ursprünglich wollte ich sie erst privat spielen und dann den Solokampf zusammen mit euch angehen. Aber wir werden jetzt wohl beides machen. Nachdem ich den ersten Kampf wie gemacht habe und gesehen habe, da fuck. Ist das. Das Deck, das ich da drin hatte, war relativ ähnlich zu dem, was ich jetzt auch habe, aber mit ein paar Änderungen. Ich werde mit diesem Deck spielen. Man sieht wirklich einfach sehr... Ich werde mich wirklich darauf fokussieren, die Ballons, die spawnen, abzuwehren. Denn auf Dauer werden von unserer Seite, wenn die Gegner es nicht gleich machen, werden mindestens die Bomben der Ballons connecten. Denn in der ersten Minute spawnen zwei Ballons auf jeder Seite. Und bereits ab der zweiten Minute werden es vier. Ob es noch sechs werden, weiß ich nicht. Da war nach den vier war der erste Kampf um. Deswegen gehe ich hier voll auf Luft. In meiner ersten Version waren auch noch Win Conditions drin. Und einen Sepp statt einem Nado, einen Hock statt einem Feuerball und einen Alex Golem statt einem Magier. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach los. Wieder typisch. Mit Katz alle zwei Kämpfe. Der erste Kampf hat ganz lustig gewirkt, aber ich merke doch schon, dass das komplett scheiße wird. Hilfe, das wird ein richtiges Saltfest wieder. Irgendwie nehmen ziemlich viele hier die Widderreiterin mit. Ich kann es nicht nachvollziehen. Was mich wundert, ist, dass ich bisher die Pfeile erst sehr selten gesehen habe. Ja. So viel dazu. Cool, erster Ballon kriegt zwei Hits. Willst du mich flachsen? Was hab ich für ein Teammate? Habt ihr gesehen, wie der den Elektromagier gespielt hat? Anstatt den gegen den Inferno-Dragon zu benutzen. Wow, wenn auch noch scheiß Teammates dazukommen, ist es halt lost. Als ob, der war doch dran. Wir müssen jetzt erstmal aufpassen, dass der King Tower nicht fällt. Was mich wundert, ist, dass sie gerade ernsthaft offensiv gehen. Ach so. Klingt logisch. Klingt in meinen Augen schon ziemlich logisch, dass unser Arena-Turm da noch gefallen ist. Sehr schön, der Ego-Satz reißt. Gutes Garn. Diese Skelettarmee von ihm wird das Game jetzt auf jeden Fall beenden. In drei Ballonbomben. Oh Gott, Rabauken, Rabauken, Rabauken. Mann! Es kann doch nicht sein! Das war so knapp! Schon gut, wie ich jetzt schon keinen Bock mehr habe.
1-2. Vor allem als mein Deck keinen Sinn gemacht hat, war der Kampf komplett easy. So, Elixier-Golem und Hock, das war so schlecht, ich hab nicht mal eine der beiden Karten jemals gespielt. Ja, der geht halt direkt voll drauf, Mann, ey. Und das bringt's halt nicht, wie man sieht. Die Gegner haben jetzt so 80.000 Elixiervorteil. Obwohl die Ballonbomben holen was raus. Ja. Einerseits super bad. Jetzt ist da der Rage. Es war so klar, dass die beide connecten. Ich kenne mein Glück. Ich habe echt das Gefühl, mein Mate hat das Spiel nicht so verstanden. Ich weiß ja nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber der ist übel bad, oder nicht? Nee? Ja, der ist bad. Den juckt halt Defensive gar nicht. Dem ist das komplett Schnuppe, wenn da drüben irgendwie unser Turm fällt oder sowas. Ja, der connected. Es darf halt nichts connecten in dem Modus. Ey. Kannst du vielleicht noch mehr Stuff sinnlos reinspielen in die gegnerischen? Ey, ich verstehe meinen Mate nicht. Der klont. Der klont nichts. Der spielt einen Klon und trifft nichts. Ja, nächster los. Macht Bock der Modus. Geil. Ich habe keine Ahnung, was ich anders machen kann. Gebäude bringen Scheißdreck. Und ich glaube, Magier ist besser als Executioner. Ich muss irgendwas anders machen. Aber jetzt mal ernst, ich habe keine Ahnung, was. Ich bin der Meinung, mein Deck ist gut für den Modus. Ich sag's euch, ich kann nicht gewinnen! Ich weiß es nicht! Was? Was mache ich falsch? Gott! Was ist denn diese Scheiß-Challenge? Ich hab keine Idee, was ich machen soll! Jedes Mal gewinnen die Gegner! Pack mir gleich Freeze ein. Der spielt jetzt das komplette Lost Deck. Mit Rocket, Cycle, Spiegel, Magier. Wow, er trifft sogar. Das war schon der erste Play von ihm, den ich nicht erwartet habe. Was ich auch nicht erwartet habe, ist, dass die Gegner so wenig verteidigen.
bekommen. Ein Win mal. Genau, Eisgeist. Das habe ich mir schon gedacht, dass das manche machen. Aber ich dachte mir, das war auch der Grund, warum ich in der ersten Form von dem Decken Sepp hatte. Erst dachte ich mir, ja, wenn Ballon ist, dann werden viele Inferno-Turm spielen. Aber dann habe ich mir auch gedacht, andererseits, gegen so viele Ballons kommt ein Inferno-Turm halt auch nicht an. Deswegen ergibt der keinen Sinn. Grottenschlechter Klon. Der Magier hat aber extrem Value bekommen. Da explodiert jetzt noch ein bisschen was. So. Also ich sag's, wie es ist, wenn das jetzt wieder kein Win ist. Wie geht euch das? Wir haben keine Schnitte. Ihr seht gerade auch, was ich wegen dem Inferno-Turm meinte. Tschüss. So. Ein Sieg haben wir. Dankeschön. Ich dachte, das wird heute nichts mehr. Die Rabauken nehme ich tatsächlich raus. Und ich nehme Freeze für Feuerball. So, hab eh volle Epic-Marken-Slots. Also jetzt hier wirklich mal Kogoloris angesagt, würde ich sagen. Das Deck, was ich jetzt habe, ist so bekifft. Aber für diese Challenge könnte es funktionieren. Anders als Mega-Ritter Valkyrie, das ergibt gar keinen Sinn. Viel zu Boden fixiert. Ich habe auch am Anfang, das war auch so ein Grund mit für den Hog Rider in der ersten Version, ist klar. Ja, Oh, aber bei uns hat der Magier. Jetzt mal im Ernst, wir können nichts machen. Ist unser King schon weg? Nö. Die spammen Magier. Wir brauchen Magier. Das war's. Verloren, weil mein Mate keine Ahnung von dem Spiel hat. Da kommen Ballons angeflogen und der setzt einen Mega-Ritter auf die Heilerin. Gott, Mann. Was fuckt mich diese Challenge schon wieder so ab? Es wird auf Sudden Death hinauslaufen. Wir müssen noch ein Lightning rüberwerfen. Aber mein Mate wirft keinen. Was macht der? Hätte er den Lightning geworfen? Wir hätten gewonnen. Gott. Cool. Darf ich anmerken, wie klar das schon wieder war? Da einmal ist ein wirklich guter Kampf für mich. Und in dem Moment
stürzt die verschissene Aufnahme ab. Mein erster guter Kampf, ihr seht's ja auch schon, kommen gleich mal 3 Kronen reingeflattert. 3-0. Vor allem dadurch, dass ich den Freeze wirklich mal genutzt habe. Aber ja, ihr durftet's ja leider nicht sehen. Bedankt euch bei meinem Handy. Ich find's auch nicht toll. Vor allem war die Aufnahme doch... Das war doch der erste Kampf gerade in der Aufnahme, die ich hatte, oder nicht? Ja, die ersten Ballons sind inzwischen auch schon connected, während ich hier noch am Laden bin, oder? Falsch rum, du hättest deinen Feuerball da hinten werfen sollen. Und ich hätte Pfeile auf die Princess gepackt, so. Na, schade. Da kommt noch mehr als genug, aber die Princess. Okay, mein Mate hat auch einen Archer. Ich achte nie im Moment, in dem ich es zum ersten Mal sehe, drauf, was meine Teammates spielen. Das ist wahrscheinlich auch ganz gut zu wissen für euch. Komm, das reicht doch als Defense. Er hat den normalen Magier nicht getroffen. Trotzdem keine schlechte Situation. Wir haben auf beiden Seiten viel Damage gemacht und können so... Wir haben Infernotum und man sieht, warum ich denke, der ist nicht gut in der Challenge. Ich würde auf jeden Fall eher auf Tesla oder so zurückgreifen. Okay, ich dachte kurz, er trifft einen Archer nicht mit. Die Princess lebt noch, der Magier wird sterben. Komm, das ist jetzt aber ein guter Kampf, den ihr mitgucken dürft. Ein Golem? Also mal sorry, aber der ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Man sieht's auch. Ich glaube, das war ich. Ich habe gerade einen Moment weggeguckt. Ich wollte einen Magier setzen, na, und da er nicht da ist, gehe ich mal davon aus, dass ich aus Versehen Freeze stattdessen gebracht habe. Digga, diese Bomben. Aber es punkt. Wir haben gewonnen! Lass mich raten, jetzt bin ich so riskant und gehe noch einen Kampf. Und da kommt dann... So, ich mach mal Licht an. Da kommt dann instant die Karma-Schelle. Und ob ich dann jetzt irgendwie, ob ich dann 7 oder 8 Videos zusammenschneide mit letztendlich gleicher Gesamtlänge, macht da jetzt auch nichts aus. Deswegen habt ihr hier schon einen Cut bemerkt. Aber jetzt vor allem scheint es wirklich zu funktionieren. Was mich ehrlich gesagt wundert, ist, dass es besser funktioniert, seit der Feuerball draußen ist. Okay, aber der Freeze halt stattdessen. Da kommt erneut ein Hock. Bombenturm, muss ich sagen, fällt mir ein bisschen schwer so nachzuvollziehen, der Pick. Einfach weil... Warum gerade Bombenturm? Gerade ein Gebäude, das nicht in die Luft angreifen kann. Und ich hoffe, der Tesla war nicht zugefällt. Oh, durch den Holzfäller nicht.
Den Damage können wir in Kauf nehmen. Ja, oh, das ist mies. Unser King hat schon heftig kassiert. Aber der Archer, der hat sich noch richtig am Turm nebenbei gegönnt. Wir müssen irgendwie verhindern, dass sie einen Turm bekommen. Denn wenn sie einen Turm bekommen, haben sie ein leichtes Spiel mit unserem schon so stark angewrackten King. Ganz schwach, was auch immer sie da reingesetzt haben, Holzfäng. Oh nein, sie haben Rocket Nado. Aber jawohl, es läuft endlich. Ja, jetzt mal im Ernst. Ich könnte die Kämpfe wild durcheinander schneiden. Das Verhältnis würde letztendlich realistisch sein. Boah, bei der Solo-Challenge, das ist dann übrigens cool. Erstens gibt es als letzte Belohnung einen Emote, einen legendären. Und als vorletzte gibt es 888 Mauerbrecher. Was haben die eigentlich mit den Achtern? Hat das irgendwas mit dem Ballon zu tun? Ich glaube, ich verstehe das. Oh, sie haben einen Feuerball gemisst. Instant gute Situation für uns. Ich glaube nämlich nicht, dass ein Dragon Baby beide ohne Hit wegbekommt. Ich fahre nebenbei mit dem Tesla, der sogar echt besser ist, als ich dachte. War der Lava-Hund gut geplaced? Oh! Zwei Minions noch mitgetroffen. Und instant richtig gegönnt. Der Tower ist weg. Zwei Lava-Welten helfen noch mit in dieser Defense. Zwei Spear-Goblins entscheiden da jetzt auch nicht gerade. Ganz schwacher Henker. Und schon wieder sind wir in einer guten Situation. Und gebt euch das der Magier. Oh, das hat gerade viel besser geklappt, als ich erwartet habe. Die Situation, die haben beide Male einen bestimmten Ballon verfehlt. Beide Male halt noch denselben. Ich würde sagen, der Depp geht raus. Jawohl, es läuft. Jawohl, Herr Depp, auch Ehrenmensch. Wir öffnen noch die Magietruhe, bevor ich die nächste Aufnahme anballer. Komm, hier live auf Aufnahme Magical Chest, das muss Legendary gönnen. Ich glaube, ich hatte erst aus meiner letzten eine. Ja. Oh krass, eine Goldtruhe, wie geil. So, da seid ihr wieder drin. Zwei Kämpfe noch. Wenn es weiter so gut läuft, könnte diese Aufnahme hier reichen. Und Klon mit Magier. Das Deck von meinem Mate sieht ganz gut aus. Ah, aber dass der Magier auf der Starthand fehlt, kann belasten. Oh, Ofen. Das ist keine schlechte Karte in dem Modus. Den hatte auch mein Mate beim ersten Sieg, der ja offscreen war durch Aufnahmeprobleme. Hatte mein Mate auch einen Ofen und der hat schon echt gecarried. Guter Sepp.
Das ist belastend. Jawohl! Was eine Gönnung! Nur eine Minute für den 3-0-Sieg. Jetzt mal im Ernst, das kann mir keiner erzählen, dass das jetzt so läuft. Wir standen 1-0, sind auf 1-3, ein Sieg 2-3 und dann ohne eine weitere Niederlage auf 8. Der Freeze regelt halt. Ah, Dark Prince und meiner weiß ich nicht so, was ich von halten soll. Und wieder kein Magier auf der Starthand. Ich hoffe, er spielt seinen Eismagier. Na, nicht wirklich gut. Nein, kein guter Beginn. Ich muss den Archer auch machen lassen. Oh, ich habe null damit gerechnet, dass der Turm den hittet. Ich hab gedacht, der zerstört einfach. Oh nein, die haben beide Tesla, das wird so ein Los. Das wird so ein Los. Wenn dann Mega Minion. Genau. Oh, sie lassen den Magier seine Arbeit oh, grottenschlecht. Mein Mate hat das Spiel nicht so ganz durchschaut. Ja, Rocket, das ist gar nichts, das Match. Okay, die Minions waren jetzt bad von mir. Das waren zwei Feuerbälle. Gebt euch das, wie die verteidigen. Da können wir nichts machen. Die cyclen die Rockets, um zu gewinnen. Kacke, da kommt sogar eine Ballonbombe dran. Ich frag mich gerade, ob da vielleicht, ja, sie haben noch einen Feuerball. Nein, ich wollte versuchen, den Last Second Carry Freeze zu machen. Aber sie schmeißen die Rocket, brauchen jetzt noch einen Fireball. Brauchen noch einen Fireball? Moment! Beide Seiten waren... Alter, alle. Es war gerade so offen. Ihr Turm rechts war am Fallen. Ihr Turm links war am Fallen. Unser Turm links war am Fallen. Was eine knappe Runde. Und das heißt, wir haben es wirklich geschafft. Das sieht wunderschön aus im Lock, das weiß ich jetzt schon. Wir bekommen eine Legendary Card. Ich hoffe auf nichts Bestimmtes, so Holzfäller-Neid. Lelele. Also, die Challenge beginnt. Hier. Los, 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 Sieg, los, los, Sieg, 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 Sieg.
Nice. Läuft. Dann würde ich sagen, lasst ein Abo da, wenn die am Ende doch noch gelungene Challenge euch gefallen hat. Wir sehen uns dann hier wieder. Bis dann und ciao.